Hallo Eintracht Frankfurt-Fans, willkommen auf dem Kanal. Hier seid ihr immer auf dem neuesten Stand, also hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr keine Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt verpasst. Namdi Collins steht vor einem Abschied von Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt wird sich wohl die Dienste des Talents sichern. Nach Ansgar Knauf hat es die SGE auf den nächsten BVB-Youngster abgesehen. Laut Informationen der Ruhrnachrichten soll Namdi Collins von Schwarz-Gelb nach Frankfurt wechseln. Der Deal gilt bereits als weit fortgeschritten, denn beim bevorstehenden Spiel der BVB U23, wo Collins seine Spielpraxis sammeln sollte, wird er schon nicht mehr im Aufgebot stehen. Sport1 bestätigt den Transfer und berichtet von 1 Million Euro Ablöse. Der Plan der Eintracht sehe demnach vor, Collins fest zu verpflichten und mit einem Vertrag bis 2028 auszustatten, ihn dann aber direkt an einen anderen Verein auszuleihen, wo er zu Einsätzen auf höherem Niveau kommen soll. Ein Abschied vom BVB wäre durchaus überraschend, da Collins eigentlich als eines der vielversprechendsten Talente der Borussia zählt. Vor 3 Jahren hatte unter anderem der FC Chelsea hartnäckig um die Dienste des Innenverteidigers gebuhlt, der sich damals aber letztlich für eine Verlängerung bis 2024 beim BVB entschieden hat. Collins gilt als extrem schneller Verteidiger, der auf den ersten 30 Metern einen ähnlichen Antritt wie Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang haben soll. In der vergangenen Saison war er nicht nur Kapitän der BVB U19, sondern kam auch 8-mal bei der U23 in der dritten Liga zum Einsatz. Fans von Eintracht Frankfurt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich komme jederzeit wieder und bringe mehr News von Eintracht Frankfurt.